Willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Stream hier auf meinem YouTube-Channel. Zu einem neuen Livestream von Splatoon. Zuerst dann die Fertigerweise übrigens. Wir kommen, sind da irgendwie etwas von E3. Das ist falsch. Das ist heute erst ab 23 Uhr der Fall. Das ist heute erst ab 23 Uhr der Fall, wenn wir uns die Xbox Scorpio anschauen werden. Also Microsofts Pressekonferenz, wo die Xbox Scorpio eben vorstellen werden, was wir uns anschauen werden. Und davor, steht, kommt noch gar nichts von E3. Also das erst ab Viertel vor 11. Also 20:45 Uhr. Fangen wir an mit der Berichterstattung von der E3, von Microsofts Pressekonferenz. Und bis dann spielen wir jetzt ein bisschen Splatoon und Minecraft und tun uns den Abend verdaddeln. Vielleicht, je nachdem, wie lange Microsoft Pressekonferenz dauert, schon wieder nach. Sprich 1 Uhr, 2 Uhr nachts, falls überhaupt noch jemand da sein sollte. Nochmal spielen. Denn ich tue auch um 4 Uhr in der Früh, ich weiß, ich bin verrückt, aber es muss, um 4 Uhr in der Früh. Die Pressekonferenz von Bethesda Livestream, die kommt morgen, also am Montag um 4 Uhr in der Früh. Und dementsprechend tue ich vielleicht danach nochmal spielen. Muss es schauen, gebe ich aber am Ende der Microsoft-Pressekonferenz Bescheid. Viel gesagt, tue das erstmal abspeisern und kommt rein in den ruhigen Revierkampf. Ja, und ich komme gerne einfach mal in den Privatkampf rein. Und ja, dann könnt ihr mitspielen. Ich hoffe, dass es jetzt Leute finden, die mitspielen, aber ich denke mal, dass das Rest Easygoing der Fall sein sollte, oder? Ich hoffe, es war zumindest einer sollte kommen, damit wir mit der Runde beginnen können, aber. Soll das jedenfalls so sein. Auch danke für das große Feedback übrigens von gestern während des EA Play Eventes. Das war wirklich cool. Es haben viele Leute zugeschaut. 104 Aufrufe hat das jetzt. 114, sorry. Das ist erst in Ordnung. Das wäre echt cool. Ja, und da freue ich mich schon, wie es heute erst mit der Xbox von Scorpio wird. Aber ich freue mich, das zu übertragen. Ich habe übrigens für alle, die den, weshalb auch immer, den EA Play Stream gestern verpasst haben, um 21 Uhr, ich habe eine Zusammenfassung davon gemacht. Die findet ihr jetzt auf meinem YouTube-Channel, da ist das Wichtigste einmal nochmal zusammengefasst. Die könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr wollt. Mich würde es freuen. Viel gesagt, jetzt wisst ihr Bescheid. Hoffe ich zumindest. Und ich komme jetzt in den Streaming-Channel rein und. Ja, ich hoffe, ich höre es jetzt auch. Hallo an Discord. Ich sollte vielleicht erstmal Streaming-Channel reingehen, brauche mich nicht wundern. Hallo. So, ich höre gerade gar nichts. Auf Discord. Hallo? Auf Discord sagt mal was. Simbo, hörst du mich? Ich höre dich nicht. Also kommt, wie gesagt, man. So, also. Es wird hoffentlich einer finden. Ansonsten fangen wir einfach erstmal mit. Machen wir es anders. Machen wir erstmal normalen Standardkampf und ich denke mal, ihr werdet noch hinzukommen. Hoffe es. So. Ich frage mal, ob man mich auf Discord hören kann. Ich habe nämlich keine Ahnung. Bö. So, los geht's schon die erste Runde. Das ging schnell. Das ging sehr schnell. Keine Ahnung, weshalb man mich auf Discord gerade nicht hört. Okay, macht nichts, ist nicht schlimm, Nico.
Nikolai. Kannst du vielleicht Discord kommen? Muss nicht. Kannst du aber liegen. So, aber es wird aber geswindt, wenn hier auf Discord nur nichts ist, die anderen. Kopfhörer auch wieder auf, das ist besser. Ja, freut sich euch noch auf die Xbox Scorpio, das ist die große Sache, die Microsoft heute hoffentlich ausgiebig zeigen wird auf der E3. Das ist das Highlight auf das und fuck mich. Das ist das, worauf wir uns alle freuen. Wo kommen die alle her? Ja, wie gesagt, was ist eure Meinung zu Xbox Scorpio? Findet ihr die cool? Meint ihr, dass dieses lohnt? Ich bin gespannt, was Microsoft auf jeden Fall heute uns zeigen wird. Ich schätze mal, dass die, auf jeden Fall die... Alles klar. Warte, die Schutzdings her, finde ich witzig. Was ich sagen wollte, ich denke, dass die auf jeden Fall den richtigen Namen. Was meint ihr denn vielleicht? Das ist mal eine gute Frage. Meint ihr, dass Xbox Scorpio heißt, weil das ist der Arbeitsname? Oder ob die Konsole in Wahrheit anders heißt und dann, dass du das lässt? Und dann ist die Frage, wie heißt die dann? Na, weil da gibt es auch so. Okay, kann vielleicht Minecraft mitspielen. Das ist gut. Schnell einen Daumen nach oben gesendet. Kann man ja oft machen. Bö. Überall kommt die blaue Farbe drunter. Unser Team ist so unterlegen. Und ich bin gerade einfach so dumm, um zu leben, so ungefähr. Nein, das ist jetzt fies, das bin ich nicht. So, und Simo, wieso hat man nicht auf Discord nicht? Jetzt hast du gerade einen Stream und hörst das, dann bitte mal überlegen, weshalb ich dich nicht höre. Liegt das an mir, liegt das an dir? Keine Ahnung. Kann aber gut sein, dass es einfach an mir liegt. Ich habe keine Ahnung. Jetzt haust du aber mal nach der Runde. So. Die Runde ist vorbei. Nice. Ja, moin. Überlegt, weshalb ihr mich jetzt hört könnt, beziehungsweise eben nicht hören könnt. Ja, wir haben aktuell so ein paar Leute hier online auf Discord. Und auch ein. Bö. Ja, schrieben es heute gerade nicht so viele Leute. Ja, kommt jetzt mal fort, aber komm erst später zum Stream. Habt noch was zu tun. Ist okay. Hallo? So, servus, jetzt heißt es ja nicht. Ich war kurzzeitig online, aber dann bin ich wieder offline gegangen, ich weiß. Ja, sorry, ich war so gesammelt, gebe ich zu. Mann. Ja, aktuell wird die 3 ein bisschen Stress, aber... Ja, keine Ahnung. Sorry. Ja, alles klar. Ja, cool. Ja. Läuft. Ja, ich saß halt auch so als deutlich in der Zusammenfassung von der E3 dran, also von dem EA-Stream dran. Okay. Lol. Alles klar. Ja, alles klar. Ah.
Alles klar, was? Also was geht da ab? So. Ich dachte mir auch, du, what the fuck? Also, jetzt haben wir schon den Stream. Ja? Und ich hab das Geheimnis des Problems gelöst. Okay. Ich hab die ganze Zeit diesen Fehler gemacht, dass ich im Stream auf kompatiblen Modus gestellt hab, das Fenster. Okay. Ist halt extrem Internet. So ist da extremer Internetverlust, ne? Okay. Ja. Also rück nicht mehr weg. Ist schon blöd irgendwie. Naja, aber. Zum Glück bin ich damit fertig geworden. Hat sich gelohnt. Ich habe halt viele Stellen. Eigentlich hat das Video über 40 Minuten lang, aber ich habe es um 28 runtergeschnitten, weil halt viele eher langweilige Stellen gehabt. Okay. Und jetzt kommt das Geilste. Ich habe an einer Stelle, ich war halt im Jungle, du wirst es kennenlernen, du weißt ja, was das ist. Und ich habe halt den Monster mit dem roten Waffe, also mit dem. Da gibt er halt einen Boost angefangen halt als Jungler. Und mein Teammate hat ihn mir versehentlich geklaut. Und genau in dem Moment, bevor er mir den Clown geklaut hat, habe ich den Trollface erfasst. Und die sind halt auf Remake gegangen, weil die waren einer weniger unser Team als Cover. Und da habe ich, glaube ich, 10 Minuten alleine gebraucht, um eine neue Lobby zu finden. Also habe ich von SpongeBob die eine Stelle eingebaut. Eine Stunde später. Ja, das war lustig. Okay. Und dann bin ich direkt gespawnt. Lol. Also ich glaube, das ist eines der besten Videos, die ich bisher je geschnitten habe. Cool, muss ich mir anschauen. Du kannst es machen. Aber wie gesagt, beschwer dich, bewundere ich dich über die Qualität. Ich glaube, es sind nur 480p, weil ja, ich habe lieber etwas unschärfer, als dass mein komplettes Spiel laggt und meine Aufnahme laggt. Das mag ich nicht so gerne. Ja, ist auch besser. Ja. Da gehe ich lieber über Qualität als Quantität. Ja. Ich habe, ohne Witz, ich habe vor dem Intro noch mal eine kleine Aufnahme gemacht, wo ich dann erklärt habe, dass ich das Video diesmal etwas geschnitten habe und die mir meine Zuschauer mal in die Kommentare schreiben, ob sie das so gut finden, ob ich das so weitermachen soll und ja, halt vor dem Intro noch und dann, ja. Da kam das Intro und dann halt direkt die Aufnahme. Ich habe mal eine Aufnahme, da habe ich, das war die erste Punkt, gestern habe ich erzählt, da habe ich ja diese Stelle mit dem Facepoint eingebaut. Mhm. Ja. Jetzt wo ich überlege, ich bin irgendwie wieder. Das Video war zwar gut, aber ich bin irgendwie immer noch unzufrieden. Ich habe das Gefühl, ich könnte es besser. Aber das hat ja, man irgendwie aber immer, das, ne? Ja, das habe ich auch immer irgendwie das Gefühl. Das ist gut, aber es geht besser und das ist immer so. Was mich irgendwie mehr, die letzte Zeit, was mal sehr abnervt, war die Audioqualität, dass die halt noch nicht so gut war. Oh, ja. Aber das habe ich inzwischen auch an die. Weißt du, dass der Game Sound zu laut ist und man selbst zu leise ist oder andersrum? Ja, das kenne ich zu gut. Das kenne ich viel zu gut. Wie gesagt, aber vielleicht sollst du dir ein neues Mikrofon kaufen. Warte mal, ich schicke dir mal ganz kurz ein Bild von meinem jetzigen. Okay. Ich habe das Prime halt für 30 Euro bekommen, aber um den Dreh kostet es halt 50 Euro und du hast es ja gestern gehört. Das war erstaunlich gut. Ja. Als vom Discord gerade am Anfang. Es war wirklich gut. Das stimmt. Ja gut, man sollte eigentlich auch ganz gut sein, wenn man es mal richtig einstellen würde. Aber bei mir ist halt die Kacke, es tut jedes Geräusch mit aufnehmen. Wenn ich auf den Tisch hau, hat man das abnormale Mikrofon. Aber bei meinem Mikrofon ist zum Beispiel nicht so. Bei meinem Mikro ist es halt zum Beispiel nicht so, hat man ja auch gesehen. Ja, das stimmt. Ich finde es halt ganz gut, weil es ist halt nicht direkt auf dem Tisch, sondern hat noch so ein kleines Gestell, das da befestigt ist. Ja gut, wenn ich mir einen Zwenk... Wenn ich mir einen Zwenkarm holen würde, dann würde das auch besser gehen. Aber das ist so fett, das Mikro. Da braucht man einen Zusatz, damit der Arm nicht umknickt. Und das ist umständlich. Ja, aber es wird mir in... in ein, zwei Jahren oder so, werde ich mir dann das Rode Mikro holen, aber
Davon muss es erst was sparen, weil die sind teuer. Also mein Dad hat ja noch genug Mikrofone zu Hause stehen, 200-Euro-Mikrofone. Aber es ist halt die Sache, man traut sich halt nicht zu fragen, ob man so ein Mikro haben kann, weil man weiß halt, die sind scheiß teuer und wenn davon eins kaputt geht, bist du am Arsch. Das stimmt. Deswegen. Na gut, aber wie soll ein Mikro jetzt schon groß hätte kaputt gehen? Das ist... Ja, das ist auch wieder recht so. Das ist halt mein Mikrofon. Man sieht den Schwenker mal jetzt nicht ganz so. Es ist, etwas höher am Tisch befestigt, aber an sich ist das ein klarer Sound. Ist ganz okay. Ich wollte nur noch ein Mischpult, damit ich kein Rauschen habe. Ja, natürlich. Ein Freund von mir, den habe ich auch beraten. Nachher hat es mir jetzt auch eher geholt. Nämlich das Onamic. Die sind auch... Das ist eins der vermutlich besten USB-Mikrofone, die es gibt. 80 Euro für die Preisklasse. Nice Qualität. So, ich frag halt mal wieder jemand, wie alt ist bin ich? Ich hab halt Stecker, mein Mikrofon hat. Guck mal, ob man glaubt ja nicht, ne? Ja? Mein. Alter, da war es knapp. Diesen XFL-Anschluss. Okay. Aber halt, wenn es dann um PC geht, hat es halt einen ganz normalen Steckeranschluss, halt wie bei den Kopfhörern am Handy. Ja, genau, da gibt's so Adapter. Hab es auch so einen. 20 Euro Mikro. Ich hatte nicht mal einen Adapter drauf, witzigerweise. Okay. Ja, bei mir war es auch so dabei. Nee, ich habe halt ein USB-Mikro und das ist der Kack. Die kann man nicht an, so ein USB-Interface anschließen, um es lauter zu machen zum Beispiel. Ja. Weil das ist für eine eingebaute Soundkarte hat. Ja, ich habe jetzt halt die... Wow! Ich habe jetzt den nächsten Mischpult geholt. Mein Vater nimmt halt die ganzen Adapter und alles da. Ich packe einen Adapter zu, zieht es dann ans Mischpult und dann wird auch kein Rausch mehr sein. Ich glaube aber, ich habe doch das Lesezeichen. Ich kann mal gucken, ob ich das noch habe. Moment. Pinky, die Frage, ob ich in Österreich wohne. Nein, ich wohne nicht in Österreich. Du hast alles, ob ich aus Österreich kommen würde. Ja, ich komme aus Bayern, aber ich sowohl in Bayern als auch in Österreich, du magst das Lederhosen tragen. Das haben wir vielleicht gemeinsam, aber nicht mehr. So, das muss das sein. Ich brauche nur Oktoberfest zu sagen und dann wissen die sogar in Amerika, wo es herkommt. Das ist krank. Die sind sogar noch ganz gute Mikrofone. Als ob ihr da einfach mal so 200-Euro Mikrofone rumstehen habt, vielleicht bei euch. Ja, mein Vater ist halt Sänger und der hat halt deswegen wirklich professionelle Mikrofone zu Hause. Das sind wirklich so 200-Euro Dinger bei, deswegen. Okay. Ich könnte jetzt wirklich eins von ihm leihen, aber ich habe halt Schiss zu fragen. Ob das dann die Sache ist, geht zum Ding kaputt, dann ist ja, das gut. Gefällt. Ja, na gut, aber das konnte man auch so gut auch mit Handy sagen. Weil Handy kostet auch zum Teil viel, dass die auch kaputt gehen. Aber ja, wäre es ein Blöd, das stimmt. So. Ich muss jetzt halt sagen, das Mikrofon ist echt gut, dass ich habe. Ich kann mich nicht beschweren, aber halt die Mikros, die mein Vater hat, die haben halt noch mal eine viel klarere Stimme. Das ist einfach viel klarer. Okay. Kann man halt nicht vergleichen mit solchen billig 50-Euro Mikrofonen, so wie ich zum Beispiel eins habe. Okay. Ja, aber das stimmt. Das stimmt. Nee, weil es ist auch noch vorhab, wenn ich ein bisschen bekannter bin, ist halt so ein Rode-Mikro und. Ja, keine Ahnung, aber das wollte ich mir halt noch nicht zum Anfang kaufen, weil ich mich ja auch verbessern möchte. Und wenn ich gleich jetzt am Anfang super Mikro, super alles habe, ist das auch ein bisschen öde. Weißt du, was ich meine? Ja, da fehlt dann der Reiz, weiter YouTube zu machen, weil du hast ja alles schon. Genau. Und jetzt? Ist so. An Mr. Gaming TV, der schreibt bei Level 15, wow, volles Back wie ein Eis. Das ist sehr schön, dass du Level 50 bist. Was willst du mir damit sagen? Dass ich heißer bin, weil ich Level 50 bin? Dass ich dich beneiden soll? Nein, komm her, One-on-One, ich zerstöre dein Leben. Ja, wahrscheinlich. Irgendwie sowas vermutlich schon. Ja, er will sagen, komm her, ich mach dich fertig. Und am Ende verliert er, weil er kaum nur geboostet ist. Ja, genau. Das wär's, ey. Ich hab ja auch noch mal ein Stündchen gestreamt, ich glaube sogar etwas länger, weil ich ja dieses dämliche Problem behoben habe. Also war ganz lustig, muss ich sagen. Bloß, dass ich genius den Streamer auch privat gestellt habe, wodurch den niemand gesehen hat. Okay. Und ich denke, wow.
Ja. Ich denke mir nur, super. Ich wusste gar nicht, dass man Streams im Privat streamen kann. Sieht man mal. Du kannst die Sachen irgendwie anstellen, nur privat stellen und dann. Okay. Ja. Hast du ja gesehen. Ja. Ich bin so ein. Kennst du ja, ich bin so ein Idiot. Ich wundere mich so, hä, wieso habe ich denn keinen Zuschauer? Ich bin YouTube mal wieder. Und dann. Oh. Okay. Jetzt tun wir uns doch privat. Ich hab was, Vor allem, das habe ich sehr früh gemerkt. Das habe ich erst gemerkt. Wow, also Esther Blaus, scharfes Bild hast du mir gerade auf uns gesendet. Das ist verdammt sauer. Ja. Ich weiß, ich habe auch keine Ahnung, was da los war. Ich habe eigentlich noch ein scharfes gehabt, ein Bild, aber ich finde das gerade nicht. Okay. Warte mal kurz, ich glaube, ich hatte sogar noch Instagram. Jetzt bin ich aus Dummheit hier einfach rausgegangen. Ne, kein privaten Kampf, ja, dumm. Ja, Leute, und. Ich wird gesendet, okay. Ich hab da noch eins auf Insta, meine ich. Pinky Pinky, wessen Freund meinst du? Es spielt gerade keiner mit Splatoon. Aber okay, wie oft willst du noch verlieren? Ja, alles klar. Ansage. Die fordern nicht alle zu 1 gegen 1, kann das sein? Ja. Also Leute, mal ganz ehrlich, ist ganz was Super Tour ist aktuell irgendwie nicht ganz meine Stärke, aber okay. Ne? Alles klar. Und die Viewer ist abgekratzt. Werdet ihr noch sehen. Ne? Ja, aber was haltet ihr, nachdem so viele Zuschauer sind, was haltet ihr von Xbox Scorpio? Was erhofft ihr euch da? Was die heute Abend zeigen werden? Ab 23 Uhr live hier. Sag mal, ich bin am Plan, ich kann nicht mehr online kommen. Naja, kannst du ja die Zusammenfassung morgen anschauen, wenn du Bock hast. Ah, da habe ich das Bild. Der ist schärfer. Jetzt habe ich das richtige. Ich habe das Bild gefunden. Dann kannst du halt das komplette Mikrofon mit dem Schwenk am sehen und so sitze ich dann halt da. Cool, kannst du das Bild ja mal sicken. Der ist super. So, ein Pinky Pinky, der Typ, der mit mir redet nur mit mir, das Bild nicht. Weil der keine. Ich hab keine Wii U hat. Doch, ich habe Wii U, aber ich habe kein Splatoon. Ja, so. Und auch kein Minecraft. Ja. Minecraft aber nicht die 360. Okay. Ja, hast du es ja gehört. Ich hab gerade vor, wie Minecraft so für die Scorpion wäre. Vielleicht wohl umsetzbar für die Scorpion. Was? Minecraft. Also, denke schon. Also, ein Freund von mir behauptet ja, dass man Xbox One und Xbox Scorpio verbinden kann. Also sprich, dass jetzt ein Freund zum Beispiel eine Xbox One hat und man selbst die Scorpio und das ist mit einem One-Typ zusammenspielen kann. Ich bezweifle das. Ich auch. Wie soll das denn möglich sein? Ich meine, die haben unterschiedliche Grafik-Level, die haben unterschiedliche Steuerungen und vor allem haben die ein ganz unterschiedliches Systemmenü. Also, ich bezweifle, dass das geht. Ja, stimmt, während man. Das ist PlayStation schon längst gemacht. Ja, ich bin auch ein bisschen optimistisch, ob das geht. Aber wer weiß, vielleicht tun es heute Abend der Vorstand, Microsoft. Die Türen stehen offen. Ja, ich. Weißt du, ich bin jetzt mal so nett und guck mal in den Chat, damit dann lese ich mal den Chat immer vor. Ja, cool, danke. Ja, da gibt es gerade, aber es baut sich hier gerade tief auf. Hi, bin neu, hast du Skype? YoloBam, hi. Hi YoloBam, ich habe leider keine, also ich habe schon Skype, aber ich benutze es nicht aktiv. Ich habe Discord, über Discord reden wir, aber falls du eine View hast, kannst du gerne mitspielen. Und falls du Discord hast, auch mitreden. Nur Skype habe ich aktuell nicht aktiv. Zumindest nicht für die breite Welt. Ja. Okay. Aber Discord ist kostenlos. So der ja, was sollst du sagen? Wer hat jetzt Beef mit wem da? Naja, kann jetzt nicht Beef, aber der Mr. Gaming. Mit Pinky Pink? Nein, der hat mir ein bisschen erklärt. So nach dem Motto, er ist Level 15, ich bin Level 20. Nein, ja, was war denn? Wirklich ehrlich gemeint. Ja, YoloBam, du kannst, das ist interessant. Ja, wenn du das kannst, YoloBam, dann kannst du dir bestimmt auch Discord holen. Nice, das Bruch, ne?
Wenn ja, kannst du mitreden. Ich hab sogar neulich versucht, eine Freundin von mir zu überreden, dass sie auch Discord holt und mitredet, aber das wollte die dann irgendwie doch nicht. Keine Ahnung weshalb. Alles klar, was geht hier ab? Was geht alles hier geht ab? Mädchen, die wollen immer recht haben. Ja, was glaubt. Ja, David, es gibt doch ein Mädchen, die, wenn die mal, lass die selbst drauf kommen, das ist Gott, glaub es mir. Ja gut, das Problem ist, irgendwie sind die in diese Richtung geht ein bisschen zurückentwickelt und ich glaube, die haben zum Teil nicht mal Skype. In meiner Klasse, das ist krank. Ist klar. Also, wenn man nicht mal Skype hat, dann ist das hart. Es redet nicht von anderen, aber manchen kann ich mir schon vorstellen. Ja, wir sind sogar die Klassen ja nach zum Teil noch nicht bei WhatsApp hat, ne, also. Ja. Wer hat heutzutage kein WhatsApp? Es gibt zwar alle Handys, die es nur gibt, außer man hat wirklich das Heiß-Handys. Aber ja. Manche so wie du, Kappa? Marc der Müller. Hallo. Übrigens, du bist auch neu. Servus hier auf meinem Channel. Oh, tatsächlich. Kenne ihn nicht, aber hey. Ah ja, das schreibt Omega Pinky. Kenne ihn nicht, aber hey. Hallo Marc Müller. Okay. Hast du eine View? Kannst mitspielen? Hast du Discord? Kannst mitreden? Immer die Standardsprüche. Ja. Oh, theoretisch müsstest du im Nightbot doch einen die zwei Sprüche. Ja, jetzt werde ich verreckt. Soll es erst machen. Vor allem, ich muss den einmal ausbessern. Da wird immer angezeigt, die interne Network-ID des Streams. Des Streamers. Ja, das läuft. Ja, und ich bin immer so faul, das hier auszutauschen. Krass, ne? Ja, zu deiner Frage übrigens, da wir Minecraft spielen. Warte mal, die Minecraft-Präsentation beginnt um 23 Uhr, das heißt um 21 Uhr 30 ungefähr spielen wir Minecraft noch ein bisschen. David, dieser Moment, wenn du sagst, ja okay, jetzt schneide ich aber die Aufnahme und du denkst so, ja komm, noch ein Game, wir schneiden es in einer halben Stunde. Und das jedes Mal und dann hast du auf einmal ein Uhr nachts und denkst dir, oh, okay, ich muss es morgen schneiden. Ist so. Kennt ihr noch nicht, aber hey, den Kanal. Ja, jetzt kennst du den Kanal. Also, vielleicht kennst du ihn jetzt. Ja, ne, wie gesagt, Discord wird für Nightbot sogar schon hier eingeblendet. Und die ID auch. Das brauchst du gar nicht zu sagen, macht sie automatisch. Aber hey. Oh Gott, ohne Witz, die Arbeit, wenn ich mein 200 Abonnenten-Special bringen wird, das wird so ein Mordarbeit. Ich glaube, ich werde da hundertprozentig 12 Stunden sitzen und schneiden müssen. Ja, ich mache auch noch hier zusätzlich zu dem Stream, den ich ja vor ein paar Tagen gemacht habe, mache ich auch noch ein Special-Video. Aber das muss ich erstmal machen und das ist zeitaufwendig. Das heißt, es wird erst in ein paar Wochen kommen. Ich habe da eine richtig nice Idee. Das gibt so, glaube ich, noch gar nicht auf YouTube. Bin ich dann mal gespannt. Das ist überraschend. Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich mir Best of halt zusammenschneide mit der Begrüßung am Anfang eines meiner wirklich alten Videos raussuche, weil ich habe die gleiche Begrüßung gehabt und dann halt die dramatische Musik einbaue und das dann immer schneller abläuft, bis dann so 200 Abonnenten hier 200 Abonnenten stehen und dann halt dann weiß ich nicht mehr weiter, aber ich bin echt episch. Wahrscheinlich werde ich dann noch in 3D-Schrift reinpacken, das kannst du mit der Doppelmeer nämlich auch. Diese Zahl ist nur durch euch möglich gewesen. Ja, das ist cool. So eine Zusammenfassung habe ich mir vorgenommen, mache ich bei entweder bei 500 Auswechsel, falls es so weit kommt. Weil dann habe ich mehr Content und dann kann ich besser über meine alten Videos lästern. Weil die ersten Videos, die sind erst kompletter Trash. Also Leute, falls ihr meine ersten Videos anschaut, die sind zu unprofessionell. Und ich meine nicht die ich damals abgefilmt habe, die habe ich längst gelöscht, sondern die ersten mit der Capture Card, die waren. Bäh. Du hast mein Handy abgefilmt? Ja, die ersten, bevor ich die Capture Card hatte. Die Capture Card habe ich Februar 2016 geholt. Und August 2015 hat es angefangen mit YouTube. Habe zuerst mit einem Freund Videos abgefilmt. Dann habe ich zu Weihnachten hin, bevor ich die Capture Card hatte, habe ich Asphalt 8 Videos gemacht. Der Horror, man hat das gar nicht verstanden. Als ich mit 100 Abonnenten ging, habe ich alle Videos mit Facecam und alles runtergenommen, damit auch ja keiner weiß, wie ich aussehe. Okay. Ja, ich habe es mir lange überlegt, aber habe mir es dann dafür entschlossen,
Einfach nur, weil das der größte Trash ist. Die Leute gucken sich diese Videos an und denken sich, ach du Scheiße, ich bin weg. Ja, ist halt echt, aber ich glaube, das ist jetzt bei mir meistens zum Glück nicht mal so. Deshalb mache ich das auch. Ich habe ja früher auch lange keine Facecam gemacht. Ich weiß gar nicht, wann ich damit eigentlich angefangen habe. Wenn ich ganz ehrlich bin, jetzt mal auch an deine Zuschauer, ich habe um den Dreh 138 Videos. Und von den ganzen Videos werden genau 98 gezeigt, weil der Rest auf privat bestellt ist und auch nicht gelistet. Ja, gut. Ja, ich war so dumm und habe meine Videos, die allerersten, also ich lasse die meistens ein paar Wochen, nachdem ich hochgeladen habe von meinem Computer wegen Spicer. Aber es war so dumm und habe den auch von YouTube gelöscht. Das heißt, meine ersten Videos sind einfach weg. Und sind gar nicht mehr da, aber ja, mei. Irgendwo sind die bestimmt. Der Stream wurde einfach nicht angezeigt. Okay. Ja, aber das scheint letzte Zeit öfters zu passieren. Da haben mich ein anderer auch gesagt. Ich muss mir mal ein Statement dazu raushauen. Oh, Julobam, danke schön für dein Abo. Finde ich nett. Danke schön dafür. Und ich hoffe, wir sehen uns gleich in Splatoon. David, wie heißt der Kanal von dem, mit dem du redest? Mystery Fox, das kannst du selbst beantworten. Oder schreib vielleicht mal was im Chat, dann wissen die es direkt. Ja, genau, ich schreib mal ganz kurz aus dem Chat, das ist das Beste. Moment, ja, an den Nikolai, wann kommt der nächste Stream? Morgen? Heute 23 Uhr halt Xbox One. Xbox, also Microsoft Stream. Und ja, dann müssen wir weiter scrollen. Ich hab jetzt einfach mal Punkt in den Chat, dann so, das ja, war dann ich. Also der Typ, der Punkt geschrieben hat und Mystery Fox heißt und diese Zange davor hat, weil er Babu ist, so ungefähr. Ja, genau. Oh Gott, das ist, ja. Du kannst den Simbo auch nicht verstehen, oder? Weil der lungert schon die ganze Zeit in der Gruppe und man versteht ihn nicht. X-Bell2, hi. Schön, dich auch wieder zu sehen. Es kommen so viele Leute wieder und da war echt noch nicht mal der Microsoft-Stream. Ja, jetzt wie gesagt, schreibt gerne mal ins Chat, was sind eure Hoffnungen für die... Ja, Coach. Ja? Red erstmal zu Ende. Für die Xbox Scorpio, Mann, das müsst ihr jetzt wissen. Weil ich bin da gerade übelst gehypt, weil bis jetzt war es nie so der Xbox-Fan, sondern eher der Playstation-Fan. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Sony das keine Playstation 5 raushaut, hängen die auch ein bisschen hinterher. Oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Oder? Ja. Wie meinst du? Der hat letztens angerufen, also in der Gruppe, der wollte eigentlich mit uns einreden. Da ich als einziger rangegangen bin und noch mit anderen gerade am Reden war, habe ich kurz gesagt, ich bin mit anderen im Discord und ja, aufgelegt. Okay. Ich kenne ihn. Jule Bam, wir hören dich nicht. Ah, du hast die Discord. Sehr schön. Wir hören dich aber nicht. Das stimmt. Aber vielleicht, wenn du ein Mikro anmachst, hören wir dich sonst. Ob du ein Mikro an ist oder sowas. Hi, vielleicht kontert wir die, aber wenn er weiß. Nee, kommt nichts, aber. Ja, gleich werden wir das vermutlich hören. Aber normalerweise müsste das doch ohne Mikrofon gehen, das weiß ich von mir selbst. Das geht ohne Mikrofon. Eigentlich auch ohne Mikro. Ohne Mikrofon. Ohne Mikrofon wird es schwer zu reden. Das stimmt, aber eigentlich müsste es gehen, komisch. Ohne Mikrofon, das macht keinen Sinn. Ja, theoretisch müsste, vielleicht hat das Mikrofon noch nicht eingestellt. Okay, Demakraut, ich hab das geaddet, du musst mich noch adden. Meine ID ist GoodPlayerBoss, mach es gerne nach der Runde, weil wir Minecraft jetzt dann allerdings spielen. Dann um halb und dann um halb, add ich das auch, weil dann gehst du raus. Hi, Petrentos. Und nein, wir wollen es halt immer noch nicht. Vielleicht, wie gesagt, haben, ob du bei Discord alles richtig eingestellt hast. Ach, du hast auch ehrlich da was gesagt. Ob du bei Discord alles richtig eingestellt hast. TS3, FGTIOHD TS3, was ist TS3? TeamSpeak? Nee, kann nicht sein. Ja, vielleicht das kleine Tipp wegen Discord, was du da vielleicht, weil du es eingestellt hast, ob der Mikro an ist, ob
deine Kopfhörer richtig drin sind. Es war halt wichtig zu wissen, ob du am PC das machst oder am Handy, weil dann kann man dir weiterhelfen. Weil PC, da kannst du einiges falsch eingestellt haben. Falls das Mikro so leise, Mikro gemutet und. Könnte sein. Am Handy. Okay. Ja gut, das kann man Handy schon. Das ist TeamSpeak 3, das ist halt nochmal ein extra Programm, da sind zwar da halt die meisten Leute aktiv drauf, aber naja, wenn man sich das so anguckt, Discord ist da wegen Paketverhalten und viel besser als TeamSpeak, muss man sagen. Sehen Sie es aber. Ah, klar. Ja, ich glaube TeamSpeak ist tatsächlich. Alter, 11 Zuschauer, verdammt, mein Rekord lag bei 10. Und jetzt kein Scherz. Ja. Das ist bei mir auch gerade rekordverlässlich. So lass ich mich nicht mehr von Arbeit spielen. Das ist krass. Brr, was geht denn hier gerade ab? Was geht hier ab? TeamSpeak 3, ich hab da kein TeamSpeak, wir verwenden Discord. Was kann man jetzt mit Handy machen? Ja, Mystery Fox, gib mal ein paar Beispiele, was du machst. Wenn du über Handy. Ich persönlich. Über Handy? Ja. Naja, du machst am Handy und da funktioniert das Mikrofon halt nicht und. Ist die Frage. Ich habe meine Kopfhörer drin und ja, dann funktioniert das Mikrofon. Ja, ich muss auch unter Audio gehen und das auf Sprachaktivierung stellen. Ja. Oder auf Push to Talk. Ist die Frage, hast du Headset oder einfach nur direkt Mikrofon, Handy? Also wenn du am Handy bist und dein Headset drin hast, Kopfhörer, Mikro oder was auch immer, dann gehst du, dann müsste eigentlich halt so ein Rad sein, wo Einstellungen sind. Da klickst du drauf und dann kommen halt die Funktionen meiner Kamera, Privacy, Safety, Audio und dann gehst du unter Audio. Und wenn das bei dir Sprachaktivierung steht und nicht geht, geh mal auf Push to Talk und wie ist man damit? Na, wie ich es mitspielen wollte, wenn ich es so richtig gemacht habe, ist bin ein normaler Revierkampf und muss die auf Revierkampf mit Freunden gehen. Dann seht ihr mich, dann kannst du mitspielen. Weil das mit der Gruppe ist mir zu klein. Ich komm gleich wieder. Okay. Ja, dann bin ich ja mal gespannt. Wie gesagt, die ID-Ad ist nach der Runde, wenn es zu Minecraft geht. Ich hab sich auch fürs Handy, okay, ich hab beides benutzt, aber jetzt aktuell hier immer PC, damit man euch auch hört. Macht ja mehr Sinn. Hab ne Kopfhörer nicht hier. Hab nur meine Kopfhörer nicht hier. Wie gesagt, ich erzähl's nach der Runde, weil dann wechseln die zu Minecraft und ja gut, meine Kopfhörer nicht hier, hast du dann direkt einfach übers Handy. Das heißt, du hast gar nichts angeschlossen, okay. Hörst du in uns? Na gut, vermutlich schon. Aber sag mal, wenn du es über das Handy hast, wie kannst du den Chat verfolgen und gleichzeitig Discord anhaben? Das macht ganz großen Sinn. Oder? Ah, fuck, ich hab keine Tinte mehr. Ah, nein. Gut, jetzt hab ich ja Tinte. Das ist eine Bahn aus dem Englisch. Okay, er hört uns. Über Discord, okay. Sag mal, ob du Mikro-Einstellungen vielleicht, dass du irgendwo beim Handy-Einstellung ganz tief irgendwie bestätigen musst, dass, wenn du das für ein Handy hast, ob das Mikro, den Zugriff auf Discord erlaubt. Vielleicht musst du das bei Apple-Handy zum Beispiel, muss man davor einstellen, dass, Discord den Zugriff zum Mikrofon, dass du das erlaubst, wenn du das verbietest, hat Discord keinen Zugriff aufs Mikrofon. Ich meine, ob du ein Apple-Handy hast, aber das wäre so eine typische Fehlerquelle bei, alles klar, bei Apple-Handys. Leckt der Stream? Alles klar, bei mir läuft der gerade flüssig. Sorry, falls der Stream manchmal leckt, kann sein. Kommt sicherlich gleich wieder, bei mir läuft der eigentlich. Läuft der eigentlich flüssig? So, ja, wie gesagt, Discord in der Gruppe Streaming, da kann man es sehen. Ah, da haben wir so ein paar.
Nur, ich höre einfach alle Instant noch nicht, aber jetzt wird es vermutlich gleich ändern. Also, da hörst du keinen auf Discord. Das ist nur das Info. Aber wie gesagt, bei mir läuft es kurioserweise flüssig. Ich habe trotzdem auch keinen Hintergrund laufen. Vielleicht liegt es an eurer Leitung, wenn ihr auch im Internet, wenn 420p für euch zum Streamen so hoch ist, seid vielleicht mal auf 480, also auf und der Stufe von HD, vielleicht funktioniert das Stream dann besser, keine Ahnung. Mann, jetzt wurde sie der richtige Karte dran genommen, ey. So ungefähr. So, ich bin wieder da. Nee, ich hab leider kein Okay gehört. Wir haben jetzt zwei Leute. Gerne. Darf ich in den Call rein? Gerne. Sag einfach was auf Discord. Könnt ihr jetzt dazu kommen und mithören und dann okay, haben wir da nicht gehört. Ich habe keine Ahnung wieso. Und jetzt add ich das und dann spielen wir Minecraft. Hört man mich? Thema Coach? Ja. Ja, man hört mich, ne? Ja, das hört man. Jetzt von Thema von Spring zurück. Ich frage mich immer wieder eine Sache. Ich gucke mir so ein YouTuber mit 200 Abonnenten an. Bei denen sind da wirklich alle 200 aktiv. Okay. Und dann guckt man sich so an, das Team und denkt sich, Alter, wie machen die das jetzt mal ohne Witz? Das erste. Ja gut, ich habe schon manchmal bis erst aktiv, hier zum Beispiel ist auch voll in Ordnung, sind Zuschauer. Also ich war zufrieden mit, aber es stimmt. Weil ich glaube, wenn alle aktiv wären, das wäre erst auch krass und was. Oh, mir fehlt nicht mal viel bis zu der Stufe 19. Ich glaube, der Chat würde komplett eskalieren, da bräuchte ich mir mehr als einen Mod an. Mhm. Deutlich, deutlich mehr. Ja. Okay, so, Pinky. So, gut, dann ändern wir mal ja die. Jetzt ist dieser Punkt halt und ich bin auch weit. Oh nee, ist voll depp. Oh nee, ich muss die Runde noch machen, sonst ich kann da nicht raus. Ich das heißt, okay. Die Runde müssen wir leider noch machen. Dann, das ist wie mir wirklich mal versprochen. Ich bin so aus Dummheit einfach drin geblieben. So, was sollte ich machen? Nochmal erklären, bitte, Jolo. Hast du uns denn? Ach so, doch, du hast uns gefragt, du hast uns. Ja, also wenn du auf Discord gehst, du bist ja am Handy. Ah, hier. Fgrito HD bei der Welt, danke fürs Abonnieren. Sorry, das ist eine Presse, musst du aber kurz sagen, danke. Und jetzt kannst du weiter reden. Also dann hast du ja eigentlich einmal das normale Fenster mit dem Chat. Und oben sind da diese drei Striche. Wenn du da draufklickst, öffnet sich noch ein Fenster, siehst du links alle Server, die du hast, die ganzen Channel, die es gibt. Und ganz unten siehst du dann halt deinen Namen, dein Tag, ein Ad-Zeichen und dieses Rad. Da klickst du drauf. Und dann öffnen sich halt die Einstellungen. Von dort aus gehst du dann auf Audio, ist eigentlich fast ganz oben, und schaust dann, auf was das eingestellt ist. Wenn es auf Sprachaktivierung eingestellt ist, probier's mal mit Push to Talk. Weil es kann sein, dass es dann geht. Und Mikrofonempfindlichkeit automatisch ermitteln anmachen. Also sehr zumindest gut erklärt. Könnte ich sagen, was ich als Anna habe. Einmal Mikrofonempfindlichkeit automatisch ermitteln. Echo-Unterdrückung, Hintergrundgeräusche unterdrücken, automatisches Verstärken und ganz unten User Speak. Das habe ich beides, das habe ich halt alles an und die Lautstärke halt auf Maximum. Okay. Ja, vielleicht hilft dir das jetzt, wenn das nochmal ein Set, vielleicht kann ich dir auch nochmal helfen, keine Ahnung. Was ich noch sagen kann, was du nachsagen kannst, was bei iPhone zumindest so ist, ich weiß nicht, ob du ein Apple Handy hast, dann musst du am Anfang sagen, ob Discord aufs Mikrofon zugreifen darf. Wenn du Daten eingewählt hast, geht es natürlich nicht, das ist klar. Das gibt mit der ist mit Huawei genau das gleiche gewesen. Das kostet echt dann, du musst das bei jeder App jedes Mal zustimmen, dass die Rechte auch bekommen, die sie brauchen. Na gut, aber auf der anderen Seite finde ich es auch gut, weil so können da keine unbefugten Reste losgehen, wie bei Android-Handys. Bei meinem es der Fall ist. Und ich habe auch ein Android, aber bei. Ich hab halt, bei mir ist halt Huawei und Android drauf, aber bei mir muss ich auch immer wieder bestätigen, dass ich möchte, dass der Mikrofon zugreift. Okay, ich kann das nur von Apple Handys, aber ja, es gibt bestimmt auch
ein Android-Handy mit Sims. Ist okay, sie hat er hat ein Android-Handy. Android-Handy. Jetzt habt ihr was etwas bei Discord geschrieben. Ich hau da gleich hin. Ich nach der Runde. Zu Hause Discord. Ach, und hast schon mal den Vita in Minecraft besiegt. Vita? Minecraft? Die Uhr da. Ja, mal kurz. Er meint den Uhr da. Ah. Nee. Hab ich noch nicht. Nee. Hast du überhaupt schon die. Hast du überhaupt schon die Köpfe für den? Die Köpfe von den Skeletten? Also. Also du brauchst an sich, für den Wither brauchst du halt einmal 4 Seelensand aus dem Nether. Okay. Und 3 schwarze Köpfe von den Skeletten. Okay, nee, das habe ich noch nicht. Nee, darum habe ich mich noch nicht gekümmert. Halt den Seelensand, den baust du auf wie im wie ein Eisengolem, aber anstelle nur einen Kopf in die Mitte zu setzen, setzt du einen Kopf auf den linken Arm. Okay. Einen in die Mitte und einen auf den rechten. Dann wird nämlich dadurch der Rüber gespawnt. Ja, an den, ganz kurz an den, warte mal, der XX, es redet auf Discord, aber ihr antwortet nicht. Es liegt daran, dass wir das Licht weg nicht hören. Damals immer so zu dritt. Ja. 3 Leute, die irgendwie Discord-Probleme haben. Es scheint doch verbreitet zu sein, dass sie irgendwie Tonprobleme haben. Komisch. Das ist jetzt ein bisschen irritierend. Ein bisschen. Ich sollte mal ein bisschen schreiben, habt ihr Android oder habt ihr Huawei oder was habt ihr? Weil wenn ihr auf Ablegen dann seid irgendwo, könnt ihr so da, also halt beim Apple oder beim Huawei, könnte es sein, dass es daran liegt. Sonst weiß ich nicht, vielleicht. Da weiß ich auch nicht, was wir so machen können. So, mir wurde was geschrieben. Darf ich in Channel gerne? Natürlich darfst du in den Channel. Jeder darf in Channel mitreden. Die Frage war sogar. Hallo? Wir sagen, wir können 100 Leute haben. Hallo? Hab ich, glaube ich, gerade irgendwen gehört. Ich weiß, ich hab. Ah, du hast ein Huawei, okay. Hast du den Programm denn die. Also, Discord die Rechte gegeben, aufs Mikrofon zu greifen? Das kann. Geht auf Nein. Also, sorry. Ich bin jetzt gejoint, hallo? Ach so, er ist gejoint, der hat sein Mikrofon gemutet, hört man ihn nicht. Wer ist gejoint? Ah doch, man hört ihn, aber er hat recht. Wer? Der FR... Ich hör ihn gerade nicht. FGTO hat die, okay, ich hör ihn gerade nicht. Ja, der hat Gott, oh, alles da. Hier, der Spoolia hat geschrieben, ich verspreche euch, wenn ihr mich abonniert und dann einen Kommentar lasst, abonniert ist euch mit 14 Accounts, mein Video heißt, alles da. Ey, das ist Spam, meine Liebe. Und sowas hier, du bist, sowas, sowas wird geblockt. Ja, du bist hier, Babu. Oh, jetzt sind wir schon viel mehr Leute hier gerade auf Discord, wenn es so stick.